Jo, die Sachen sind wieder gepackt. Es ist der 30. Mai heute. Wir haben 11:45 Uhr und ich mache mal eine kleine Tour in Hamburg Richtung Osten. Werde gleich noch eine Freundin treffen, das Angelika. Wir treffen uns an der Krugkoppelbrücke und dann fahren wir mal Richtung Hafen und dann Richtung Osten. Ja, auf geht's. Ja, erstmal geht es hier am Leinpfad entlang. Das ist eine Fahrradstraße. Fahre ich jeden Tag zur Arbeit hier. Hi Angelika. Ja, meiner ist ja auch laut hier. Angelikas Motor ist extrem laut und sie spürt ja so ein leichtes Vibrieren auch beim Pedalieren. Und ihre Werkstatt konnte oder wollte, man weiß es nicht, ihr irgendwie nicht helfen. Und jetzt ist sie ratlos und weiß nicht, was sie machen soll. So, wir sind jetzt am Jungfernstieg. Jetzt sind wir wieder an den Deichtorhallen. Hast du es gesehen, wie schön das ist? Ja. So, wir sind jetzt in Bilwerda. So, Kamera läuft wieder. Was für Verkehr hier. Ja, jetzt haben wir eine Bille. Rechts. Oh, hier geht's weiter. Ich habe meine Akkuleiste ein bisschen reduziert, damit wir mehr gucken können. Ja, wir suchen jetzt eine Bank, wo wir uns mal kurz ausruhen können. Was heißt ausruhen? Ah, hier ist eine. Ist sie okay? Naja. Ja, da war ein Trecker auf der anderen Seite. Und plötzlich steht so ein Typ in der Kamera neben mir. Ja, da fährt man hier verträumt durch die tolle Gegend hier an der Bille und dann sitzt da jemand auf der Bank, die man doch kennt. Das ist der Matthias vom Kanal Saftrad. Oh, wir haben uns jetzt schon 20, 25 Minuten bald schon unterhalten. Ja. Ja, ein bekanntes Gesicht, das muss man doch mal auch mal sehen. Einen Abonnenten, einen tollen Kanal hat er auch. Ich hoffe, ihr habt ihn auch abonniert. Ihr kennt ihn doch bestimmt auch. Flachlandradler kennt ihr sicher schon. Ist ja schon viel länger ja, ich bin auf auch Sendung. Immer unterwegs. Genau. Heute bei dem schönen Wetter natürlich hier. Und dass dieser Weg auch so toll ist hier, sehr überraschend. Und dass er auch noch da ist, ja, ganz überraschend ist nicht. Ich habe ihm geschrieben, ob er nicht hier auch entlang fahren möchte. Und ich glaube, es war kein Fehler. Ja. Danke für die Ansprache. Ich glaube, da sind keine Worte mehr hinzuzufügen. Ja,
Danke, ich wünsche dir noch eine gute Fahrt. Bisschen nach vorne, so 2 Meter nach links vorne. Da sieht man nur so ein bisschen Rücken. Ja, gerade eben hat er sich. Ach, das Ding da. Das war eine Nutria oder Biberratte. Ist leider auf dem Video nicht zu erkennen. Ah, da. Die liegt sich doch. Bitte noch ein bisschen weiter. Oh, die gibt's überall. Ja, war nett mit Thorsten. Jetzt sind wir wieder unterwegs und suchen uns einen Kaffee oder vielleicht ein bisschen Kuchen. Ja, wir haben beschlossen, wieder die gleiche Strecke zurückzufahren und sind hier wieder in diesem herrlichen Tümpel. Ja, weil die Strecke, dieser Billeradweg, einfach herrlich ist. Hat Thorsten, der Flachlandradler, schon klasse ausgesucht. Und hier ist auch nicht so viel los wie in Hamburg direkt. In der Innenstadt Alster Radwanderweg, da kann man heute nicht Fahrrad fahren. Ja, Thorsten ist die gesamte Bille von der Quelle bis zur Mündung in die Elbe abgefahren. Ich verlinke euch mal das Video in der Beschreibung. Offensichtlich haben wir aber einen der schönsten Abschnitte hier erwischt. So, wir fahren jetzt zum Eichbaumsee. Müssen wir hier noch mal hier über die Straße. Aber es war schon mal sehr herrlich. Eigentlich genau die gleiche Strecke, wie wir schon gefahren sind. Ja, jetzt müssen wir einmal kurz über die Autobahn. Ja, das ist der Eichbaumsee hier. So, der Eichbaumsee liegt jetzt hinter uns und jetzt fahren wir Richtung Kaltehofe wieder und dem Entenwerder Park. Ja, hier sind wir an der Elbinsel Kaltehofe. Ja, hier ist gut was los heute. Ja, und schon sind wir wieder zurück an den Elbbrücken. Hier der alte Hafenkran. Peter hätte gerne ein Bier. Ein Bier. Angelika hätte gerne ein Bier. Ich auch. Nein, Angelika, ich habe kein Bier mit. Hast du wenigstens Würste mit? Nein, habe ich auch nicht. Liegen zu Hause im Kühlschrank. Extra gekauft für heute. Ja, das hat Angelika hier gerade entdeckt. Ein kleines Gesichtchen. Rede ich schon in Kindersprache hier. Ja. Übrigens haben wir jetzt Bier. Wo kommt das jetzt her? Ganze Tasche ist voll. Ja, würde ich sagen, du hast gut vorgesorgt. Jetzt würden nur noch die Würste fehlen. Ja, jetzt müssen wir noch mal los, Würste holen. Nee, wir waren kurz bei der Tankstelle und haben uns hier Bier geholt.
child, I know. You hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve.